Blumen. So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute mal mein Review zu dem neuen DLC in GTA 5, ja, wo ich ja schon ein Video dazu gemacht habe. Kam ja leider keine Willen dazu, aber vielleicht im nächsten DLC dann, im Part 2, aber ja, genau. So, jetzt zeige ich euch mal, was so alles hinzukam. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel drüber reden. Jeder weiß es, glaube ich, schon. Die Klamotten habt ihr gerade ein paar gesehen. Ganz lässig eigentlich, bis auf dass die hardcore überteuert sind. Und ja, das ist einzigste Nachteil. So, Leute. Dann kommen wir jetzt auch schon zum wichtigsten Teil. Und zwar zu den Autos, Leute. Hier ist erst der Auto, der Bentley, was es darstellen soll. Auf den man natürlich die 7 Lackierungen oder was das sind drauf tun kann. Man kann die dann sogar noch modifizieren. Also man kann die Hintergrund zum Beispiel hier, wie hier jetzt gezeigt, lila machen. Oder keine Ahnung, wie man gerade Bock hat. Ist auf jeden Fall richtig geil, der Wagen, finde ich so. Ist halt abartig schwer, fährt er sich. Also wie halt ein Bentley ist. Und ja, genau, für eine knappe Million kriegt man den da. Also wer das Geld übrig hat mit den Lackierungen, finde ich eigentlich richtig geil. Der könnte sich den Wagen eigentlich gönnen. Langsam ist der jetzt auch nicht, finde ich. Der geht ab wie Schnitzel eigentlich, wenn der mal auf Tempo ist. Und ja, genau, das war eigentlich der Wagen. Ich habe leider nicht mehr genug Geld, aber genau. Ich würde mir dann auf jeden Fall kaufen, wenn ich ihr wert und genug Geld hätte. Dann kommen wir zum nächsten Wagen. Und zwar zu dem Mercedes, zu dem alten. Der geht eigentlich richtig ab, wenn man den so auftunt und so. Ist der eigentlich auch nicht ganz lahm. Ich finde, so eigentlich von vorne und so ist der ganz geil, aber von hinten sieht er wirklich aus wie ein UFO. Wie jeder sagt. Wirklich, ich habe mir die anderen YouTube-Videos auch angeschaut von den GTA-YouTubern. Die haben auch gedacht, das ist ein UFO. Also von hinten hätten sie da wirklich noch mehr machen können. Aber sonst geht der Wagen eigentlich gut ab. Da von vorne, habt ihr ihn gerade gesehen, eigentlich ganz gechillt. Und ja, genau, eigentlich ganz gutes Auto. Dann kommen wir natürlich zum Brüller des Updates. Und zwar zum 2 Millionen Auto, 1,95 besser gesagt. Und ja, genau, jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das Auto auch rentiert zu kaufen. Hier haben wir jetzt das schnellste Auto, Turismo bis jetzt. Ist bis jetzt das schnellste Auto, habe ich schon getestet, auf jeden Fall schon vor dem Update mal, dass das schnellste Auto ist gegen Centorno. Da war der Turismo auf jeden Fall klar im Vorteil. Und jetzt geht es gegen den, der macht dem natürlich Konkurrenz und jetzt haut's euch das mal rein. Wir haben natürlich Rennen gemacht am Flughafen, auf der Startbahn. Und ja, ich wirf jetzt gleich mal Granate und dann zieht's euch rein, welches Auto natürlich schneller ist. Und ja, Leute, ganz klar, der Osiris zieht den Turismo ab, so wie es sein muss, weil sonst wäre es die 2 Millionen auch nicht wert. Also wenn er 2 Millionen hat, Leute, kauft euch das Auto, das ist wirklich das geilste Auto, das es jetzt gibt, finde ich. Ganz ehrlich, zu dem passen auch so viele Farben, wie man es gern will. Gelb sieht heftig aus bei dem Rot, keine Ahnung, Lila, was weiß ich. Sieht Bombe aus bei dem einfach. Und ja, wenn ihr 2 Millionen übrig habt, haut das bitte in den Wagen rein. Steckt es in den Wagen rein. Ist heftig, der Wagen, finde ich. Und ja, die anderen Wagen müsst ihr euch jetzt nicht kaufen. Das ist einfach der beste, finde ich. Und genau. Mal schauen, was uns noch erwarten wird. Das Flugzeug und der Heli sind ja voll von Arsch. 10 Millionen für ein Flugzeug aus Gold. Ja, genau, das kauft sich auch jeder. Und ja, genau. Leute, dann wird jetzt das nächste Video wieder ein FAQ. Schreibt eure Fragen bitte in die Kommentare. Leute, und genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut's rein und ciao, Leute.